Und dann kommen wir zurück wieder zu dem Aspekt Liebe. Liebe in der Ehe. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Und guckt mal dieses Wort بَيْنَكُمْ. Unter euch. Das Wort بَيْنَكُمْ weist darauf hin, dass das eine in beiden Richtungen gegebene Sache. بَيْنَكُمْ zwischen euch. Donnant, donnant. Du gibst mir, ich gebe dir. Du gibst Liebe und du bekommst Liebe. Und du gibst Liebe nicht, weil du die Liebe bekommen willst. Das wäre ja künstlich. Das wäre zu unnatürlich. Denn du liebst nur, damit du geliebt wirst, ist künstlich. Nein, du liebst, weil du ein liebender Mensch bist. Weil du die Liebe bist. Du musst die Liebe sein. Die Liebe ist kein oberflächliches Verhalten. Die Liebe ist eine Lebenseinstellung. Die Liebe ist ein Verhalten, was man hat, was man fühlt. Das heißt, es fängt schon an, dass du erstmal alles Schöne liebst und dass du dich selber liebst als Geschöpf Gottes mit deinen Fehlern und mit deinen schlechten Sachen. Ja, es ist so. Bei den schlechten Sachen, ja, interessant, wie ich bin. Aber ich liebe mich. Wie kompliziert ich bin von innen. Ich liebe mich als Geschöpf Gottes, das sich entwickelt von Jahr zu Jahr. Und das ist eine Art, dass du dich respektierst. Was nicht heißt, dass du die Sünden unterschätzt und für niedrig hältst, aber sie dürfen dich nicht hoffnungslos machen. Sie dürfen dich nicht kaputt machen. Du musst sie immer als natürlich sehen. Sag, gut, das ist schlecht. Ich liebe mich trotzdem, weil das ein Prozess ist in mir. Und hinter jeder Sache steckt eine Weisheit. Und dann kann man auch die Liebe geben. Und die Liebe, du darfst keine Belohnung erwarten. Du liebst, weil du liebst. Weil das deine Natur ist. Und das Gleiche bei der Frau. Und es darf keine krankhafte Liebe sein. Was heißt krankhafte Liebe? Eine bedingte Liebe. Ich liebe dich so lange du. Ach, schrecklich. Das ist schlimm. Das ist keine richtige, authentische Liebe. Ich liebe dich so lange du. Aber wenn er einen Fehler macht, oder wenn sie einen Fehler macht, dann ist das alles, dann zeigt man ein ganz anderes Gesicht. 180 Grad, wo ist diese Liebe? Wo ist diese Liebe? Die Liebe und die richtige Liebe ist, dass du mich liebst mit allem drum und dran. Und natürlich, Fehler gibt es Fehler und Fehler. Aber trotzdem, eine echte Liebe darf nicht bedingt sein, nicht mit einer Bedingung, sondern einfach so. Ich gebe dir die Liebe. Und das ist das, worüber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, La yakrahu mu'minun mu'mina. Iza kariha minha khuluqan, radiya minha khuluqan ghayra. Ein gläubiger Mann verabscheut nie seine gläubige Frau, wenn er bei ihr eine schlechte Eigenschaft feststellt, die er verabscheut, dann findet er gleichzeitig eine gute Eigenschaft, die sie hat und die er ja liebt. Damit weist uns der Prophet darauf hin, positive Brille, gute Brille zu tragen und die Dinge gut zu sehen und zu beobachten und nicht immer schlecht denken. Und das alles, wenn wir das alles vorstellen, wie die Inhalte von einem wunderschönen Kuchen, und dann fehlt Süßmittel oder Zucker. Zucker von der ganzen Sache ist eine milde Art im Verhalten. Alles, was verkrampft kommt, bringt nichts. Und die Milde, dieser Rifqulin im Verhalten zwischen den Ehepartnern, gibt alles Mögliche. Gibt gute Kommunikation, gibt gute Liebe. Und darüber sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam,
إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. Wenn Allah mit einer Familie Gutes vorhat, dann pflanzt er zwischen ihnen die Milde. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagt: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. Da wo die Milde besteht und existiert, da wird die Angelegenheit vollendet und erfolgreich vollendet. Und da, wo die Milde fehlt, da geht alles auseinander. وَإِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَيُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. Und Allah lässt durch die Milde das erreichen, was er durch die Härte nicht erreichen lässt. Also, das sind Dinge, die ich euch in dieser kurzen Form gebe. Für diejenigen, die verheiratet sind, dass sie das wieder gut machen, was sie zuvor falsch gemacht haben. Und für diejenigen, die nicht verheiratet sind, dass sie daran denken, bevor sie in die Ehe gehen und bevor sie heiraten, dass sie auf jeden Fall solche Sachen gut lernen. Denn damit werden sie sich so viele Sachen sparen. In der Zukunft. Das war erstmal ein paar Gedanken, die ich mit euch austauschen möchte. Ich hoffe, dass ich mich und euch oder uns alle, dass ich mir helfe und euch helfe mit diesen paar Empfehlungen, dass wir in unsere Ehe wieder diese Art der schönen Kommunikation wieder einführen und dass wir versuchen, immer mit den Problemen gesund umzugehen, dass wir versuchen, immer zuzuhören, Respekt zu geben und Empathie zu haben für den anderen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Ehen segnen, bewahren, beschützen. Möge Allah unsere Kinder auch segnen, bewahren. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die nicht verheiratet sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden von euch einen guten Partner schenken, einen frommen Partner schenken. Allahumma amin. اللهم آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wenn es Fragen gibt, inshallah könnt ihr stellen, bevor wir das beenden.